Wachwechsel im Regierungssitz. Alexis Tsipras übergibt an den neuen Wahlsieger Kyriakos Mitsotakis. Um Punkt 12 Uhr mittags deutscher Zeit hat der heute den Amtseid auf die Bibel geschworen. Er ist jetzt Ministerpräsident Griechenlands. Als gestern Abend der Sieg feststeht, feierten ihn seine Anhänger. Knapp 40% der Wählerstimmen hat er mit seiner konservativen Nea Demokratia geholt. Transparenz und Verlässlichkeit werden nach Griechenland zurückkehren. Unsere nationale Stimme wird so in Europa erstarken. Wir haben vor allem das Ziel, die vereinbarten Vorgaben zum Haushaltsüberschuss zu senken. Er will in Brüssel darum bitten, dass der griechische Staat nicht wie verabredet jährlich 3,5% Haushaltsüberschuss erzielen muss, denn er braucht Geld für seine Vorhaben, Steuern senken, Löhne anheben. Die EU-Kreditgeber will er mit Reformen überzeugen, indem er die Bürokratie abbaut, Investitionen ins Land holt, Privatisierungen verstärkt. Wenn Mitsotakis die versprochenen Reformen voranbringt und sich zeigt, dass er es ernst meint mit seiner Reformpolitik, dann wird das hoffentlich von unseren Partnern wertgeschätzt, sodass sie das gesamte Problem Griechenlands noch einmal betrachten. Bereits morgen wird auch seine Regierung vereidigt. Schon am Tag darauf will Mitsotakis mit der Regierungsarbeit starten. Der neue Mann in Athen legt zum Anfang seiner Amtszeit ein rasantes Tempo vor.